Ja, hallo liebe Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal heute. Heute gibt es ein etwas anderes Shooting und zwar nehme ich euch mit auf ein Boudoir-Shooting. Boudoir-Fotos sind ja eine meiner Lieblingsfotos, die es so gibt. Die Art und Weise, Erotik auszudrücken bzw. sinnliche Bilder zu machen, ohne Nacktheit zu zelebrieren, ohne typische Aktfotos zu schießen, finde ich einfach ganz toll. Und ich habe heute ein Model organisiert, das ist die Moni aus Neuburg und die wird jetzt dann, schätze ich, die nächsten 10 Minuten kommen. Ich habe schon alles hergerichtet, wir haben unser komplettes Schlafzimmer umgebaut. Ich wollte in ein Hotelzimmer gehen, leider Gottes waren alle bezahlbaren Hotelzimmer voll und die Hotelzimmer, die noch über waren, wollten für 2 Stunden Fotoshooting den vollen Zimmerpreis und ich bin jetzt da, ich bin zu viel bereit, aber nicht zu dem. Also für ein Zimmer, das sowieso nicht vermietet ist, dann noch so viel Geld verlangen, ist ein bisschen schade, aber ist halt so. Deswegen, heute haben wir hier umgebaut. Ich zeige euch jetzt noch nichts. Wir haben das ganz schön dekoriert mit ganz viel Weiß, mit hellen Grautönen und ein paar grüne Akzente sind dabei. So künstliche Pflanzen vom Ikea für ein paar Euro. Schaut gleich ganz anders aus. Wir haben noch 2 Nachttischlampen mit einem sehr warmen Licht, dass die im Hintergrund dann ein bisschen noch so, ja, so Lichtakzente setzen. Fotografieren tun wir heute hoffentlich, wenn es so bleibt, nur mit den Fensterlichtern. Ich habe hier einen großen Diffusor für das Fenster zum Einklemmen. Wir haben hier weiße Gardinen, durchsichtige auf der anderen Seite beim Fenster und ich hoffe, dass es reicht. Ansonsten bauen wir hinten, machen wir alles dunkel und bauen das Fenster zu einem künstlichen Fenster um. Wenn interessiert, wie das geht, ich mache da extra Video nochmal dazu im Anschluss dann. Da zeige ich euch, wie man, wenn man zum Beispiel in der Nacht mit Fensterlicht fotografieren will, wie das funktioniert. Bleibt auf meinem Kanal dran, abonniert mich, dann bleibt da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, fotografieren tue ich heute mit der D750. Ich möchte wenig Tiefenschärfe haben, deswegen habe ich hier mein Standardobjektiv drauf, das 50mm Nikkor 1.8. Eines der günstigsten und schärfsten Objektive, die ich so kenne, super Autofokus, ist für solche Geschichten an Vollformat relativ gut. Wenn ihr APS-C fotografiert, würde ich hier in dem Fall jetzt einen 35mm bevorzugen. Ich werde noch ein paar analoge Fotos machen. Ich habe die Graukarte da, ich habe die neue Polaroid-Kamera von mir da, also die neue alte. Ich habe mir eine Polaroid-Image gekauft mit dem Spektra-Film, das größere Format, werde ich noch ein paar Fotos schießen. Ansonsten 2 Jungnumblitze sind noch da mit Fernauslöser, kennt ihr alles. In diesem Sinne, ich nehme euch jetzt mit auf diese Shooting-Tour. Bilder und Erklärungen gibt es im Anschluss. Macht's gut. So seitlich oder so, was auf diesen Kissenhaufen drauf, so.
Als würden du jetzt so in das Portemonnaie schauen würdest. Das heißt, das Portemonnaie schauen. Genau. Ich habe die Tasse weggesetzt. Ich habe die Tasse weggesetzt. Das heißt, ich würde mir schauen würdest. Genau. So? Oder nicht so? Ja. Nee, das ist nicht. Ist okay, ja. Ja, Leute, das war's jetzt mit unserem Shooting. Ich denke mal, ich habe euch einen Überblick verschafft über den Tag heute. Es waren dann doch bestimmt 4 Stunden Shooting, inklusive Schminke, Haare und so weiter, Vorbereitungszeit. Und selbstverständlich war es so, dass die Sonne, die Moni war fertig geschminkt, die Steffi, meine Frau, hat den Part übernommen heute. Und die Moni war fertig mit Schminken, es war alles super, ich hatte alles hergerichtet und genau in dem Moment kamen natürlich nur noch Wolken und die Sonne war mal hell, mal dunkel. Ich hatte wirklich bei jedem Foto eine andere Verschlusszeit, habe mich dann dazu entschieden, wie im Intro schon erwähnt, das künstliche natürliche Fenster herzurichten. Und ich denke mal, zu den anderen Geschichten des Shootings, zu den Vorgehensweisen beim Boudoir-Shooting, denke ich, brauche ich euch nicht viel erklären. Ihr habt ein paar Szenen gesehen, ich habe Fotos durchlaufen lassen. Ich denke, das ist wirklich auch etwas individuell. Es gibt grundlegende Dinge, auf die man aufpassen sollte. Man sollte bei diesen Shootings, das ist meine subjektive Meinung, nicht zu intim werden. Man darf sehr viel Haut zeigen, doch sollte man, finde ich, Nacktheit irgendwie hier nicht zeigen. Denn dann geht es ja schon wieder eigentlich in den Bereich Akt. Und das wollen wir hier nicht. Schöne Dessous, schöne Nachthemden, Spitze, irgendwas. Und immer vielleicht versuchen, dieses Gefühl von Gemütlichkeit, von Kuscheligkeit, von Privatsphäre zu vermitteln. Ne? Also bestes Beispiel hier, eingelümmelt in die Decke. Ja? Das ist so, das ist einfach, das drückt Privatsphäre aus und das ist genau das, was solche Bilder ausmacht. Wenn ihr da noch irgendwie eingehendere Tipps wollt oder wenn ihr bessere Erklärungen wollt, dann bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde dann nochmal bei Bedarf ein extra Video dazu machen. Leute, das war's. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Einblick einmal geben können in so ein Shooting und dann die Ergebnisse. Normalerweise sieht man nur immer die Ergebnisse und nicht das Making-of. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Und in einem nächsten Video erkläre ich euch dann, wie man dieses künstliche, echte Fensterlicht macht in Notsituationen, beziehungsweise jetzt gerade für die Winterzeit, wenn es dann draußen schon dunkel ist und man möchte doch bei, ich sage jetzt einmal, einigermaßen natürlichem Fensterlicht shooten. Das war's. In diesem Sinne, gebt mir bitte einen Daumen hoch, wie immer, abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat, dann wird es in Zukunft noch ganz, ganz viele Videos geben. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus.